Hallo und herzlich willkommen hier zu meiner weiteren Folge hier auf der Karte irgendwo in Thüringen, Version 3.1.01. Ja, Traktor habe ich hergeschafft, gerade so. Also wir brauchen mit Regen nicht anfangen, aber testen werde ich mal trotzdem, ob der das entsprechend aufnimmt als Pferdegras und als Pferdegras auch entsprechend in Anhänger reinschmeißt. Das werde ich mal jetzt probieren. Wenn der fahren kann, ne? Kann sein, dass er sagt, nö, geht auch nicht. Mein beim dem Wetter, ich sag mal, im Grunde, ich sag also X. Im Grunde ist ja so, mit dem Band ist ja eigentlich ein bisschen ein Vorteil, aber wie gesagt, kann Probleme geben, ne? Also ein bisschen trocken lassen wir schon, wie man sieht, bestimmt, aber nimmt das Gras auf. Also er tanzt auch ganz schön, also wenn man zu sagen, muss ja noch drin sein normalerweise. Schauen wir nach, was drin ist, ne? Gras, okay. Geht nicht. Also, ausladen. Wir lassen stehen und der andere auch. Das wird nichts. Wir holen erstmal einen LKW mit, damit wir die Ballen wegholen können. Und da hoffe ich mal, dass ich da hinkomme. So, LKW. Wo haben wir einen? Einer war zum Beispiel hier. Da haben wir einen Tatra-LKW, der eigentlich ganz gut gereift. Den müssten wir eigentlich auch noch wegräumen, aber jetzt mal sehen, dass wir da die Ballen wegräumen kriegen. Dass wir nachher mit dem Mähen beginnen können, wenn es trocken ist. Und dann sehe ich weiter. Das ist ja unser Benzin-Anhänger. Und wir müssen zum Hof 3 fahren und da den Ballanhänger holen, ne? Den großen. Das heißt jetzt bei Regen können wir keine Felderarbeit machen, das würde jetzt im Tiefkopf nicht mehr funktionieren. Das heißt, das funktioniert schon, aber wie gesagt, das ist wieder im Wege, nur kurz. Und halt die Chance, dass er da gut durchkommt, ist äußerst gering, ne? Also die versacken da förmlich. Das ist schon eine sehr, sehr breite Bereifung, das ist schon nicht schlecht. Denn Ballen fressen, die würden auch nicht hinterher kommen, das wäre das ganze Problem. Jetzt haben wir das gemäht bekommen, aber wir kriegen dann nicht so schnell gepresst, weil die ständig einsacken würden. Ne? Und dann wäre das schlecht. Das wollen wir nicht machen. Wir wollen das andere machen. Den Traktor. So. Wir machen ruhig vorne auch Bereifung und dann haben wir auch einen besseren, also besser. Wir werden mal den Grasanhänger wegfahren und die gleich mal verdichten und ja, ne, verdichten und dann gleich zudecken. Denn das andere wird ja als Ballen angeführt. Sollte alle Anhänger nicht weg weniger werden, aber es könnte sein, dass im Silo weniger wird. Also bin ich nicht ganz sicher. Da wenn man lieber sicherheitshalber, auch wenn man nicht viel für Gras kriegen. Grassilage kriegst du bei der BGH nicht viel. Also jedenfalls hier nicht in Thüringen. Ich habe ein Problem im Handgelenk, das tut mir weh. Nächstes Mal lenken. Wenn die Kurven sehr eng sind, dann habe ich schon ein Problemchen. Also ein kleines. Lassen ihn meistens fahren, ne? So.
Getreide eh noch nicht, von daher ist es nicht ganz so tragisch. Aber bei Regen kann man auch nicht arbeiten, ne? Wenn das nicht funktioniert. So, dann werden wir gleich links rüberfahren. Und dann ne, gleich verdichten mit den großen Rollern und dann so. So, wo stand die? Bisschen vorwärts fahren. Ich wollte ja nicht zu viel ganzen verteilen, das wollte ich ja nicht. Ne? Ich wollte ja mehr oder weniger einen Fleck haben davon her. Das ist zwar hätte ich viel Matter rausbringen. Der Wahnsinn. So. Wie gesagt, Motto schön, Realismus. Aber wie gesagt, das schränkt auch ein bisschen ein. Ne? Also wir können ja nicht so agieren wie als wenn jetzt hier ohne alles wäre, ne? Wenn es rutscht, dann rutscht das, ne? Wir müssen das auf 100% bringen. Sollte an sich kein Problem sein. Ist ja nicht so viel. Die Lage für BGH darf, naja, ideal ist auch nicht, wenn da geht drin ist. Ne? Sollte man eigentlich eine BGH mit Asphalt haben zum Beispiel. Beton ist gar nicht so gut, das muss normalerweise gestrichen werden. Mit einem Siloanstrich, weil eine Silage ist halt sauer, ne? Und dann gibt es halt Beton zu chainen. Ne? Säure und Beton vertragen sich nicht. Im Wasser macht er nichts im Frost und er ist frostsicher und immer hier Säure und so. Das ist nicht gut. Und wenn das Eisen auch mal angegriffen wurde, also der Stahlbeton, wenn es Stahlbeton ist, sollte eigentlich sein, dann ist es noch blöder, dann ist es Sanierungsbedarf. Nee, also ganz teuer werden. Und wenn es zu viel ist, dann heißt es abreißen. Da heißt neu machen, das ist dann auch teuer. Ne? Da braucht man Stahlschallung und Stahlschallung brauchst du in der Regel einen Kran. Das ist behaart nicht zu hantieren. Ne? Bei den großen Flächen oder du musst viel Druck aus beim Betonieren und da brauchst du schon stabile Schallung. Und die Stahlschalung, die große kriegst du nicht mit der Hand bewegt, also wird nichts. Also Stahlschalung, also Kran. Kriegt aber ein Autokran, ne? Also von daher ist nur kostenbunden, ne? So, der kann jetzt so, Ball dauern, ne? 120 Liter, den können wir stehen lassen. Hab ich festgelaufen? Jo. So, unseren Mistfahrer losschicken. Das ist noch nicht reif. Das ist mal kurz gucken hier. Denn wenn der Boden so nass ist, ja, dann ist schlecht. Oder hier 50% ist jetzt gewachsen. Oder Frucht ist eh nass, ist ja kein Thema, ist noch eh noch nicht reif, aber wenn der Boden so nass ist, dann ist es schlecht. Wir waren schon in der Nähe gewesen, ne? Das war jetzt am Hof auch. Da steigen wir aus. Gehen wir hin. Ja, dachte mir so, ne, machst du schön Anschiss. Dann muss man Ball machen, ne? Aber da werde ich auch entsprechend 12.000 machen. Das ist, wenn wir dreifache fahren, ne? Das ist ja ungünstig. Aber diese Schwierigkeiten, wenn nass ist, dann kann ich auch so denken, was passiert. Das ist mir einer hier. Garantiert starten, ne? Jo. Jetzt schalt's immer auf, der Bruder.
Das geht nicht. Dann geht's mal aus. Da hätten wir auch noch asphaltieren müssen, wenn wir so schlechte Fahreigenschaften haben. Also auch ein Mist halbwegs und im Rahmen, also von der Menge her, so viel wird, geht das. Sonst müssten die mal zwei Fahrzeuge fahren und würden sie sich dann auffahren. So schlecht. Gleich voll, schicken wir los. Und dann schaut man ja gleich LKW unter den Ballen sammeln. Die vorhandenen Ballen unternehmen. Damit der mal mähen kann, ne? Das ist mal ganz wichtig. Hier kann er gut fahren. Man sieht die Werte hier, ne? Also das ist das, was er durchdreht. Und hier ist das, was er einsackt. Und wenn er einsackt, ist schlecht. Die Wiese müsste ich auch noch mähen. Also sieht gleich mal so checkig aus, ne? Aber da warten wir ab, bis ein bisschen mehr gehabt ist. Ja, aber die Wege sind ganz dramatisch. Das ist eher fest. So, das funktioniert nicht. LKW. Zug. Ja, das wollte ich doch probieren. Den normalen Anhänger nehmen. Probieren kann man es ja mal. Aber da regnet das nach. Oh je. Gut. Das heißt, es muss noch trocknen ein bisschen, also sonst wird nicht gleich funktionieren, dass wir jetzt fahren können. Ne? 16:22, wie sagt Wetterbericht? Streng alt, ist trocken heute. Morgen nochmal 9 Uhr Regen, und dann 15 Uhr. Ja. Das sieht nicht so gut aus, ne, vom Ganzen. Ne? Also, da ich hier vorne ja den normalen Anhänger so stehen habe. Aber ich gehe von aus, dass auch nochmal Gras ist. Ich weiß aber nicht, woran das liegt. Ob das Fahrzeuge sind oder ob es an dem Mod liegt. Wollen wir nicht anhalten, dann kommt schon wieder weg. Das weiß ich jetzt nicht, ne? Da ist schon mal fraglich. Können wir hier so parallel hin. Und aussteigen. Also gut, dass sie das Feld so nicht immer noch funktioniert. Das hat nicht hinterher noch runterwalzen müsste oder so. So. Wie gesagt, es wäre ganz interessant zu sehen, die Aufnahme entsprechend ist, man so schön sehen kann, ne? Interessant. Wahnsinnstechnik, sagen wir so, ne? Aber das ist ganz schön schmal in der Breite, ne? So. Gras. Gut. Nicht gut. Ist trocken. Gucken wir mal, ob den wir runtergefahren kriegen. Das ist ein Case 2. 340. Aber geht auch ein bisschen runter, ne? Also 14%. Wenn ihr also vor allem auf die Straße. Gut.
Dann müssen wir immer die ganzen Ballen, immer mal Hof 1 gucken, wo der LKW ist. Und dann den Ballensammelwagen holen, sonst wird das nichts. Na, wo bist du, LKW? Gib ein Zeichen. Jo, da heißt es Fahrzeuge mit Raupenantrieb, ne? Aber wir wollen ja nicht bei Regen geht das sowieso nicht, das ist. Wenn wir hier durchdrehen, dann sehe ich das funktioniert sowieso nicht. So, jetzt geht's hoch 3. Und dann die paar Ballen abholen. Ne, der Strohball wird hier wieder aufgelöst haben normalerweise. Aber die eingewickelten Ballen, die bleiben wir erhalten. Ne? Die brauche ich ja nachher zu BGH. Das lohnt sich auch mit Kobalt zu BGH. Das ist im Grunde egal. Ja, die müssen ja mindestens über 3 Tage funktionieren. Ist halt so, ne? Ups, war mal die Innensicht. Wenn Sonne scheint und ein bisschen Temperatur. Ja, den muss ich mal wieder auf Ruhe schicken. Und ein bisschen Wind weht, dann trocknet der ein bisschen ab, ne? Und die Frucht kann ein bisschen feucht sein, aber wie gesagt, die Felder müssen befahrbar sein, das ist das ganze Problem. Und da sind aktuell noch ein bisschen Probleme hinzukommen, ne? Das vielleicht erst morgen früh machen können. Damit ja morgen wieder Regen, ne? Das ist, ich möchte ja auch nicht alles gemäht haben und hinterher kommen die anderen nicht hinterher mit dem Pressen. Ne? Da muss ich 3 Fahrzeuge pressen, mal sehen. Werden wir so machen müssen, weil das dauerte eh lange. Die ganze Mittelgeschichte. Wenn wir alle 3 Traktoren hinschicken, einer da, 2 auf den Klee- und Konzernschlag. Da muss ich auch was sammeln. Ne? Das ist ja. Also bei Regen wird pressen wir da nichts. Also werden wir dann gar nichts anfangen mit Mähen, weil das Prinzip bei Regen nicht auflöst. Das wäre schlecht. Ob die Fräse funktionieren würde, aber das ist auf Dauer nicht gut. Beziehungsweise nicht so. Wird nicht flüssig laufen, sagen wir so. So, ich hatte den Wagen draußen, glaube ich schon. Oder war da innen drin? Ich weiß gar nicht. Und da kam der Regen, ne? Ja, ist schlecht. Also die Fahrt in Strohballen und Heuballen sind da draußen. Ja, nicht gut. Ja, draußen wäre, ne? Der Arschballen ist egal, da macht das nichts. Ja, ich habe ja gelesen, man kann auch Heuball einwickeln. Da bleibt zwar Heu, aber sind schon wieder gesetzt. Aber wir wollen das Heu ja sowieso einlagern, ne? Wenn wir hier Heu machen können, also dann sieht man Wetter schlecht aus. Wo haben wir den Anhänger? Mal gucken mal gleich. Ja, das ist mir. Funktioniert auch nicht so richtig mehr. Hat die ersten Mal geklappt. Ja, liebe Schauer, das sollte schon für heute gewesen sein. Dann seid mal tschüss und tschau. Ja, morgen geht's viel weiter. Und wir müssen den Kurs anpassen hier. So. Zurück. So, tschüss, wir schauen, dicke Dankeschön fürs Reinschauen. Ja, morgen geht's hier weiter, hier in Thüringen mit, jo, Mistwagen, ne? Unter anderem, ne? Tschüss.